Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Diesen Baum zu erklemmen hat mir viel zu viele Nerven gekostet. Holy fucking moly. Und ich sehe aus irgendwelchen Gründen, das ist meine Maus im Bildschirm. Hurra! Ich weiß nicht, ob man sie sieht, aber sie ist da und da bleibt sie jetzt auch. Interessiert mich nicht. Wenn er später Meinung ist, es müsste da sein, dann ist das wohl so. So, diesen wunderschönen Turm haben wir erklommen, beziehungsweise Baum. Das eröffnet uns die Möglichkeit, diesen Schatz zu sehen. Und nun werden wir diesen Schatz unsittlich berühren. Und danach mal gucken, ob wir vielleicht tatsächlich sowas ähnliches wie eine Story-Aufgabe finden. Wäre ja nicht schlecht. Okay, Schatzi Mac Schatzface scheint sich unterirdisch zu befinden. Und ich fände ja keinen Eingang, also kann mich Schatzi Mac Schatzface auch mal am Arsch lecken. Weil wir haben dort in 200 Meter Entfernung Hinkebeinsklunker und das klingt nun wirklich viel besser als Schatzi Mac Schatzface, wenn ich ehrlich bin. Und irgendwie habe ich erwartet, dass das ein Händler ist, aber es sieht fast so aus, als wäre das einfach nur ein Itemname. Sehr interessante Wahl. Gucken wir uns doch mal an, was sich dahinter verbirgt. Trampel, Trampel, Entschuldigung, dass ihr euer Häuschen hier entweihe. Ja. Weiß ich selber noch nicht, was ich gefunden habe. Okay. Wollte ich auch nicht wissen. Interessiert mich auch gar nicht. Ja, gut. Hier hinten ist noch ein Fort, theoretisch. Ich weiß nicht, ob wir uns das mal angucken sollten. Aber ich tue es einfach mal. YOLO. Ey, Fort Monmo entdeckt. Okay, cool. Näher an das Fort herankommen. Ich komme. Ich werde so hart rankommen. Hallo, Hundi. Streichel, streichel. Ich streichel dein Gehirn mit meiner Hand. War nur Sperrgebiet. Die Pulverreserve finden und zerstören. Wow. Wenn du das sagst, dann würde ich das wohl tun, ne? Gut, dass mich die... Ja, komm her. Ja. Scheiße. Gut, dass mich die Hunde nicht verraten. Aber du kannst ruhig hier gerne herkommen, hier sind Klippen, ne, und so. Na, kommst du her? Zucker, Zucker, Zucker. Ne, der bleibt da nur stehen wie so ein Affenarsch. Es sei ihm vergönnt. Wenn er das möchte. Dann möchte ich ihn nicht für seine Entscheidungen judgen. Kann er das gerne tun, bis zum jüngsten Tag. Was ich leider nicht kann, ist mich hier... einfach drumherum zu schlängeln. Deswegen machen wir das einfach mal so. Du bist gleich sehr fertig, wenn du hier näher rankommst. Na, hat dir das gedacht, dann rennt weg. Lange nicht fertig. Doch, sind wir. Komm her. Dann zeig ich dir, wie fertig wir sind. Ja, beweis es. Gut, der geht dann halt einfach. Ja, den hätten wir umbringen können, aber pff, ganz ehrlich. Sieht nicht so aus, als wäre dies wirklich notwendig. Von daher. Okay, springt automatisch da an, wie schön. Ich gehe mal davon aus, weil das spitze ist, werde ich da nicht ranspringen können. Naja, ranspringen kann ich, aber das war's dann auch schon. Kommen wir denn hier irgendwie anders rüber? Das sah nämlich fast schon zu einfach aus, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es das auch wirklich ist. Alarm! Du Hodensack, was? Wo willst du denn hin? Das sag ich dir auch nicht. Aber... Kuckuck! Hier drüben, Sergeant! Komm, verliert den Kerl nicht! Legendator, muss der immer zum Glück gleich ran, ja, okay. Blink, blink. Er hat mich einfach umgerannt. Der cheatet, der cheatet. Ich wollte ihn eigentlich vollkommen cool überraschen, aber er rennt mich einfach um, als hätte er gewusst, dass ich da bin. Kann er doch nicht machen. Aber ich nehme mir mal eure Donnerbuchse. Und dann mache ich einfach... ich habe die mit alleine Waffen geschlagen. Okay, Munition finde ich hier schon mal nicht. Obwohl ich eigentlich Munition gefunden habe in der Kiste. Oh, könnte ich ja mal ein bisschen looten. Ich finde es gut, man kann auch die Taste gedrückt halten, dann lootet der automatisch die nächste Leiche. Das ist doch tatsächlich mal ein gutes Feature.
Okay, die Glocken haben aufgehört zu läuten. Ist der Gottesdienst etwa schon vorbei? Ich wollte die guten Herrschaften zwar alle so ein bisschen stealth töten, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so eine Sache. Weiß ich nicht. Was denn? Komm mal her. Die sind aber auch echt schnell getriggert, ne? Naja gut, ich sehe ja auch offensichtlich anders aus als er. Da kommt doch hier ein Fenster raus, du Arschloch. Der Bastard rennt weg. Ja, was hättest du denn erwartet? Bleib stehen! Okay. Ich meine, ich bin stehen geblieben. Und du? Jetzt musst du mir schon einen weiteren Befehl geben. Du hast nicht gesagt, ich soll stehen bleiben und dich nicht abschießen. Das hättest du dir früher überlegen müssen. Oh Gott, da ist einer, der kämpfen kann. Ah, ich kann die Waffe nicht rechtzeitig aufheben. Ich kann auch nicht einfach runterspringen, das wird so einfach. Würdest du dich bitte nicht festhalten, wenn es keinen Sinn macht? Aber wäre ich sehr froh. Mal gucken, wie gut die Kämpfe funktionieren, wenn man auf einer Treppe kämpft. Es sieht sehr fragwürdig aus. Muss ich ja mal so sagen. Ein Nudistentanz, was? Einfach Linksklick spammen. Ja, let's go. Ich bin auch sehr froh, dass wir den Gottesdienst wieder angefangen haben. Hätte mich jetzt schlecht gefühlt, wenn der aufgehört hätte, nur wegen mir. Ja, ob ich das Geld wirklich brauche. Hey, Wurfpfeile. Bist du dir sicher, dass das Wurfpfeil heißt? Ach, ich hinterfrag's nicht. Danke, die Knarre wollte ich eigentlich behalten. Aber was weiß ich denn schon, wenn das Spiel meint, ich möchte in den Bus hechten, dann möchte ich wohl in den Bus hechten. Was war das? Das werden wir wahrscheinlich auch niemals herausfinden. Warum springst du? Oh, hat die keine Muni mehr? Hat die gerade das aufgesammelt? Oh nein, ich hab sie verglitscht. Ja, ist doch gut. Kann ich jetzt irgendwas Spannendes damit machen? Gott, das sind ein paar viele. Oh Gott, ich wollte euch doch nicht alle triggern. Fuck. Fuck. Kommt mal mit, hier liegt da bestimmt einer rum, der eine Muskete hat, die wieder geladen ist. Oh, er geht wieder. Okay. Warum springst du, obwohl ich dich die Test drücke? Hä? Warum hat das denn auch keine Munition? Ach, auf einmal hast du doch Munition. Ich dachte vielleicht, ich könnte da hinschießen, weil ich sollte das Sprengpulver da in die Luft jagen. Oh, das wird dann aber ein lustiger Kampf. Dann gucken wir doch mal, wie hart wir aufs Maul bekommen werden. Ich wette fast schon, das wird easy peasy. Weil wir die Waffe der Weißen geklaut haben. Dieses Gewehr, das wir ein bisschen zweckentfremden. Wobei, es hat ja ein Bajonett vorne dran, von daher. Hat der gerade ihm seinen Kameraden beklaut? Bin ich ja schon ein bisschen frech. Was war das? Ich war kurz verwirrt, warum er mir jetzt auch immer eine spezielle Animation gezeigt hat bei dem Typen. Hör doch mal auf damit, mein Gott. Guck mal, ich piekse dich ein bisschen. Was macht der denn da? Der Hauptmann ist vor, finden und eliminieren. Ja. Dachte ich wirklich schon. Nein, der hat mich angeschießt. Das ist zum Aufhören, dich zu verteidigen, das ist ja furchtbar. Nee, das war ein... Guck mal, ich stich dich jetzt ab, Hans. Warum daneben? Ich hab doch rechtzeitig abgeblockt. Ja, schon wieder rechtzeitig abgeblockt. Ja, aber ignoriere das nicht. Finde ich in Ordnung. Vielleicht ignoriere ich auch einfach mal, dass ich getroffen wurde. Tschüss. Du bist mir zu blöd. Ich mach mal kurz die Biege. Hui. Catch me if you can. Das wollte ich nicht. Danke, Spiel. Echt, wurde. Ist das funktioniert? Das ist so billig. Aber ich akzeptiere es.
wenn ich zu akzeptieren habe, dass, obwohl ich den Angriff so gesehen abgeblockt habe, ihn nicht abgeblockt habe, dann kann er auch akzeptieren, dass ich ihn mit der billigsten Methode ever umgebaut habe. Das ist jetzt mein Säbel. Er sieht mich noch, wer immer das ist. Ich glaube, das ist einfach nur der Anführer, kann das. Aber den Anführer aus Versehen umgebaut? Ich meine, ne? Ist nur so eine Vermutung, aber respawn die unendlich? Oh, so ein Pech. Warte, ich stütze deine ganze Scheißfamilie auf. Guck schon, ist er weg, die kleine Bitch-Familie. Ja, das war eine Stich, die ich gleich abfand. Hast du gar nicht. Siehst du? Hast nämlich deinen Kumpel abgeknallt, du Vollidiot. Oh Gott, das Erschießungskommando. Ah, daneben. Ist der einfach eingeschlafen? Das sah gerade eben so aus, als er einfach rumgefallen. Ohne mein Zutun. Ja, sehr cute. Very, very cute, ja. Ist in Ordnung. Habe ich nicht abgeblockt oder so. Ne, das habe ich wahrscheinlich auch nicht abgeblockt. Oh, das habe ich abgeblockt. Das ist ja komisch. Ist ja merkwürdig, als könnte ich das gerade noch so schaffen, wenn so ein Ausrufezeichen aufploppt, Schiff an links nicht drücke. Aber nur fast. Kann mich natürlich auch. Machen. Ja, der treibt ein Spielchen mit, oder? Magst du das Spielchen? Das heißt, ich schlitz den Rotrock ab. Haha, ich hab dich abgeknallt. Was? Ja, okay, cool. Danke für die super Zeitlupe. Hat mir geholfen, bei meinem Vorhaben irgendwas zu machen. Na, ja, du bist ja wieder ein ganz besonderer. Das hat nicht ganz zu deiner Animation gepasst, aber ich akzeptier's. Ich glaube, die respawnen tatsächlich unendlich. Kann das? Als ob hier so viele von den Idioten leben. Gehen wir mal schnell hier nach oben. Oder auch nicht. Hier war vorhin noch eine Markierung. Ja? Achso, nee, ist einfach nur das. Ja, damit kann ich nicht so viel anfangen, weil du mir keine Option gibst, das abzuschießen. Und das Huhn ist dagegen, da kommt mal halt die Markierung. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich mir eine Kanone ausleihen muss, um darauf zu schießen. Das ist okay. Achso, ja, oder ich muss einfach in die Tür reingehen. Das könnte ich auch probieren. Das stimmt. Wo habe ich die Laterne auf einmal her? Hui. Ich glaube, du solltest dann nicht so gechillt weggehen. Ich glaube, ja, zurücktreten. Achtung, da wir jetzt unsere Waffen alle weggelegt haben, ich würde da weggehen. Hui. Das sah aber schön aus. Darf ich das normal machen? Die Flagge einholen? Okay. Ich meine, ihr könnt auch einfach aus der Tür rausgehen, so ist das nicht, ne? Können wir vor allen Dingen mal irgendwie die Glocke ausmachen? Ich bin ja, glaube ich, nicht christlich. Ich möchte nicht zur Kirche gehen. Ja, welche Flagge hießen wir jetzt? Die Indianerflagge? Gar keine Flagge? Diese Animation dauert viel zu lange, Flagge? Ach so, die amerikanische Flagge. Ich wusste nicht, dass wir auf Seiten der Amerikaner sind. Wusste ich ehrlich nicht. Wo soll ich das wissen? Ich habe noch keine Story bisher gemacht. Ja, Rotröcke, verpisst euch! Wuhu, Blauröcke! Wuff, wuff. Yeah, Team Blau, scheiß auf Team Rot. Ja, wer ist blau in Herstellersachen? Ich glaube, Rot ist ja am Ding, aber... Wie das Grün. Fort Marmont steht unter Kontrolle der Patrioten. Ja, das freut mich. Niedrige Steuern für den Handel. Okay. Ja, ohne dass wir überhaupt immer wissen, warum haben wir diesen Ort eingenommen. Das freut mich. Kann ich jetzt hier irgendwas Tolles machen? Außer, dass die Steuern gesunken sind.
Kann ich die auch einfach umbringen? Das hat Animationen. Das braucht nicht viel, um mich zu beeindrucken. Das ist der Wind, oder? Die hat nicht irgendwie spastische Zuckung. Dann wiederum. Die hat ziemlich heftige Winde, dass die einfach so sitzen kann. Alles klar, können wir jetzt eine Kiste. Nein, Schloss knacken, mein Gegner. Okay, ich versuch's mal noch einmal. Die Maus soll links und rechts bewegen, okay. Ich habe gerade wortwörtlich nichts gemacht und der dachte sich so, okay, das ist schon richtig. Ich verstehe es halt einfach nicht, ne? Es ist ein Mysterium. So, jetzt drehen wir die Maus nach rechts. Ganz langsam. Ich habe so das Gefühl, dass ich sie noch nicht nach rechts bewegen muss, sondern nach links. Also drehen wir sie nach links. So, stillhalten. Und das hat nicht funktioniert. Okay, dann nach links. Ja, cooles System. Macht Spaß. Doch, ja. Hat man sich mindestens 5 Sekunden was dabei gedacht. Während man gerade wieder seine Crackpipe geraucht hat, die man von dem Penner nebenan geklaut hat, weil man zu dumm ist, selber zum Dealer zu gehen. Ungefähr so schätze ich die Ubisoft-Mitarbeiter ein. Kuriermission, das ist ja auch ultra interessant, aber gibt es dann hier auch so etwas Ähnliches wie eine Story-Mission? Ich schätze mal, es wird einfach darauf hinauslaufen, dass wir uns wieder die Geschichte der Abenteuer da hinten anhören dürfen. Oder ich gehe zu der Jagdgesellschaft zurück und sage, yo, der Bär ist tot. Probieren wir es mal. Was soll schief gehen, ha? Oh, Kinders, ein neuer Konvoi. Und Viecher, die fast stark sind, aber dann doch nicht stark sind. Attacke! Ja, yeah, Mann! Rüpelei! Ich rüpel mich in euer Herz hinein. Gut, dass er einfach mal zuguckt. Ja, so ein Pech, altes Haus, ne? Da ist ja wohl meine kleine Achse in deinen kleinen Rückielein reingefallen. Wie konnte das denn nur passieren? Hör doch mal auf, du bist ja auch gleich dran. Ich muss erstmal deinen Chef hier umbringen. Das hat nämlich ein viel zu großes Maul, der Typ hier. Muss mal kurz die Fresse polieren. So. Vielen Dank dafür. So, ich muss ja erstmal noch den wichtigsten von allen umbringen. Oh. Den Trommler von Mexiko. Ja, fast wollte ich da aufklettern. What's it gonna be? Ein Flashbang. Ah. 750 Geld. Mann. Eine Überraschung ist das. Hallo, ihr komischen Negerfutzis. Ich hab euren Bären umgebracht. Seid ihr jetzt stolz auf mich? Können wir jetzt Freunde sein? Und wo ist dieser Idiot hin, der irgendwie Bären, was auch immer, haben wollte? Liegt nur da, die faule Socke, ne? Katzenpfoten, was soll das denn sein? Eine Herausforderung? Nein. Es gibt einen Luchs in der Gegend, wild wie nur irgendwas. Kann gar nicht zählen, wie viele ihm schon ans Fell wollten. Es ist fast perfekt. Das ist ein Vermögen wert, ganz zu schweigen von dem Ruhm, den es dir einbrächte. Ist mein Ernst, es lohnt sich. Rum? Ich könnte Rum haben? Oh, let's fucking go. Bringen wir auch noch einen Lux um. Den Luxus gönnen wir. Haha, und ja. Wo ist denn hier der Luxus? Der Luxus-Lux. Er scheint sich gar zu verstecken. Was für eine Scheiße. Oder ist er da hinten? Ne, warte, hier ist noch ein Kacksymbol. Was war eigentlich da? Ne, es ist einfach nur dieses Dreckspiel. Das kann mir mal den Bukel runterrutschen. Aber ich hoffe, es ist da drüben, wenn ich mich halt gelitten habe. Die Spur des Luxes finden. Er ist ja mal wieder hier nicht in der Nähe, also wird er ja wohl da hinten sein. Hier eh nochmal 3000 Jahre latschen. Oh, guck mal, ein herrenloses Pferd. Wäre auch blöd, wenn das abhanden kommen würde, ha? Abgezogen. Okay, scheinbar darf ich nicht dorthin hinten, weil, ja und so. Oh nein, diese Situation. Naja, gut. Dann ist das Pferd relativ nutzlos, weil ich ja scheinbar nicht auf der Straße damit sein kann. Komm ich überhaupt dahin? Komm, lol. Naja, YOLO. Oh Gott, eine random Truhe. Geil.
Oh, guck mal, ein epischer Fight. Oh, hab ich euch gestört? Das tut aber leid. Oh Gott, es wehrt sich. Es wehrt sich. Ich habe ihnen einen Pieks gegeben. Dumme Missgeburt. Okay, wahrscheinlich sind die dann doch nicht so einfach und das war mir nur Zufall, dass ich ihn einfach abstechen konnte. Naja, ist ja auch egal. Wir können uns solchen Luxusproblemen nicht aussetzen. Wir müssen nämlich einen Lux finden. Und der hat doch hier garantiert den geschissen. Schnupper, Schnupper. Ich muss sagen, immerhin so diese Finde-das-Vieh-Mission nicht so unheimlich nervig wie in Red Dead Redemption 2. Aber deswegen sind sie nicht gerade besser. Ja. Da ist er ja. Die kleine Dörner. Komm her. Ich will dich doch nur umbringen. Was ist denn dann so verwerflich? Oh Gott, da ist eine Feder. Aber nein, ich muss den Lux finden. Oh Gott, er lockt mich in seine Liebeshöhle. Das kann ja nur gut ausgehen. Nein, ich verliere ihn. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn verliere. Ich weiß nicht, wie hart scripted ist dieses Event. Kann ich ihn erst ab einem gewissen Punkt fangen? Den Lux jagen und erledigen. Achso. Ja, ist natürlich jetzt verschwunden. Weil du kannst ihn zwar 3 Kilometer hinterher rennen, aber dann 2 Kilometer sind das so viel. Gut, das hat Spaß gemacht. Gut, dass wir das nicht geschafft haben. Ja, lustiges Spielchen bis jetzt. Ich mache erstmal einen Cut und wir sehen uns zum nächsten Part von Assassin's Creed 3 wieder. Vielleicht machen wir noch irgendwas Sinnvolles. Bis dahin, tschüss.